Hallo zusammen. Wir sind heute zu Besuch mit Interview bei der FDP-Fraktion im Bundestag und der drogenpolitischen Sprecherin Christine Lüttke. Wir sind gespannt auf das Gespräch. Frau Lüttke, schön, dass wir jetzt hier zusammenkommen. Ich bin gespannt, ob wir was Neues erfahren von Ihnen. Cannabis-Legalisierung steht im Raum. Sie sagen, die wird auf jeden Fall kommen. Wie ist jetzt der Plan? Wie läuft das ab, das Ganze? Ja, bevor wir einsteigen, erstmal noch ein ganz herzliches Willkommen, Herr Wurth. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, dass wir heute ins Gespräch gehen. Ich bin Christine Lüttke, ich bin die Sucht- und Drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag. Das Thema darf ich jetzt seit letztem Herbst begleiten. Und klar, die Cannabis-Legalisierung ist natürlich zentrales Thema. Und die haben wir ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Also machen wir uns auch tatsächlich an die Arbeit. Ja, gut. Und jetzt die Frage, ne, wie ist der Plan? Du musst doch einen Plan geben jetzt nach einem halben Jahr, irgendwie, wie das Ganze abläuft, wann die Milestones sind. Ja, die Sehnsucht ist natürlich groß, dass es sehr schnell geht. Aber ich sag mal, ein Schnellschuss, der nicht ausreichend durchdacht ist, das hilft uns ja am Ende nicht weiter, weil dann bleiben wir vielleicht auf halbem Weg stecken. Es ist so, dass wir hinter den Kulissen schon im Austausch sind, also meine Pendants in den anderen Koalitionsfraktionen und auch wir sind auch im Gespräch mit dem drogenpolitischen Sprecher der Bundesregierung, dem Herrn Blinert. Da sind wir in regelmäßigen Austausch. Und jetzt liegt aber der Ball natürlich im Bundesgesundheitsministerium bei Herrn Lauterbach. Den muss er jetzt natürlich aufnehmen. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir bis zum Ende des Jahres einen ersten Gesetzesentwurf dann auch tatsächlich auf dem Tisch haben. Das war ja Ihre Aussage, erster Entwurf bis Ende des Jahres. War ja schon eine relativ konkrete Ansage sozusagen, was meine Vorstellung von einem Plan angeht. Ich meine, die Leute da draußen wundern sich ja auch langsam, ne? Dass nicht konkreter irgendwie jemand sagt, okay, bis dann und dann kommen die und die Meilensteine, wie Sie jetzt sagen, Entwurf Ende des Jahres, da sagen Sie ja was Konkretes. Aber dann ist im Prinzip es immer noch so, dass es darüber hinaus keinen weiteren Plan gibt, wie das Ganze dann vonstatten gehen soll, wann welcher Schritt erreicht werden soll oder so. Es ist natürlich ein wirklich hochkomplexes Thema. Das wissen Sie wahrscheinlich fast noch besser als ich. Sie beschäftigen sich ja schon eine ganze Weile auch mit dem Thema. Ein hochkomplexer Themenbereich, wo viele verschiedene Schnittstellen abzudecken sind. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier auch einen Paradigmenwechsel in der ganzen Drogenpolitik vornehmen. Es ist das erste Mal, dass die Cannabis-Legalisierung Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Da haben wir uns schwarz auf weiß dazu bekannt. Und was mir wichtig ist, dass es wirklich klug durchdacht ist, dass wir alles gut koordinieren, die einzelnen Schnittstellen gut absprechen, dass es kontrolliert ist und dass es dann auch wirklich konsequent umgesetzt wird, weil es hilft uns nichts, wenn wir auf halbem Weg stecken bleiben oder dann eben den Skeptikern und den Gegnern einfach Vorschub leisten, sodass wir am Ende nicht weiterkommen. Und wir wollen ja legalisieren und deswegen hoffe ich, dass wir da noch ein bisschen Geduld aufbringen können und wir sind ja wirklich dran. Ja, die Geduld wäre einfacher aufzubringen, wenn man eben das Gefühl hätte, der Plan ist da. Ne? Also mein Eindruck ist schon länger eigentlich, dass das Ganze ein Organisationsdefizit hat, irgendwie ein Managementproblem. Ne? Wir haben ja einen sehr komplizierten Prozess vor uns. Die Politiker selber haben jeweils irgendwie klar für sich ihren Teil der Aufgabe, ihre Fraktion hinter sich zu bringen, sich selber eine Vorstellung davon zu machen, wie das Ganze sein soll. Da kommen wir dann gleich auch noch zu. Aber irgendwer muss das Ganze ja steuern. Blinert macht das sicherlich politisch irgendwie auch, ne, die Leute zusammenzuholen, zu bequatschen, wie machen wir das jetzt. Aber eigentlich, da, so verstehe ich auch Ihren Verweis auf Lauterbach und Gesundheitsministerium, dass von da diese koordinierende Stelle, diese steuernde Stelle kommen muss und bis jetzt nicht gekommen ist. Ja, wir Parlamentarier, wir arbeiten natürlich vor, aber der Gesetzesentwurf, der muss dann aus dem Ministerium kommen. Und da liegt der Ball jetzt beim Gesundheitsminister. Mhm. Sie haben bestimmt auch die Aussage von Lauterbach gesehen, dass er die Legalisierung von Cannabis nicht auf der Vorhabenplanung für dieses Jahr hat. Wie verträgt sich das mit Ihrer Vorstellung, bis Ende des Jahres einen Entwurf zu haben? Das kann doch gar nicht funktionieren dann, oder? Wir arbeiten trotzdem an dem Komplex und es geht noch viel Wasser über die Mühlen. Na, Herr Lauterbach ist natürlich auch mit der Pandemie beschäftigt, aber das heißt nicht, dass im Hintergrund nichts passiert. Und manchmal ist es ja auch ganz klug, was noch nicht auf die Prioritätenliste zu schreiben und es dann trotzdem zu machen. Also ich bin da recht zuversichtlich, dass wir schon mit dem Thema vorankommen. Okay, also
Das klingt aber nicht so, als wäre jetzt da heimlich irgendwie die steuernde Zentrale doch irgendwie installiert. Ja, das verstehe also ich der jetzt Ball nicht liegt so. Ganz klar bei unserem genau. Gesundheitsminister. Er muss ihn halt jetzt aufnehmen. Das ist dann schon eine sehr freundliche Piekserei. Koalitionspartnerfreundlich ausgedrückt, Lauterbach ist im Moment der Knackpunkt. Ja. Die SPD hat angekündigt, bis zur Sommerpause ein eigenes Konzept mit den Eckpunkten vorzulegen. Wie Sie sich das vorstellen, klingt für mich nach einer abgesprochenen Geschichte zwischen den einzelnen Fraktionen, dass man sagt, okay, bis zur Sommerpause macht jetzt jeder sein eigenes Ding erstmal, ne, damit man überhaupt verhandlungsfähig ist. Gilt das für die FDP auch? Haben Sie auch irgendwie den Plan, bis zur Sommerpause eine FDP-fraktionsmäßig abgestimmte Marschrichtung zu haben mit Eckpunkten und so weiter? Das Thema liegt ja bei mir auf dem Tisch und ich bin natürlich nicht nur mit den Koalitionspartnern und Partnerinnen im Gespräch, sondern auch mit den Ansprechpartnerinnen in den anderen Bereichen. Ne, Thema Justiz ist ja ein Themenbereich, aber auch Verbraucherschutz, Landwirtschaft. Es gibt ja viele verschiedene Bereiche abzudecken und das läuft dann alles bei mir zusammen. Und da arbeiten wir natürlich auch fraktionsintern schon. Ja, aber Sie haben also nicht den Plan, irgendwie bis Sommerpause zu sagen, okay, hier ist unser Papier, damit gehen wir in die Verhandlungen mit den anderen Fraktionen rein und gucken, wo wir da das Ganze übereinander kriegen, Kompromiss hinkriegen? Also ich würde mich jetzt nicht auf die Sommerpause ganz konkret festlegen, aber wir stecken schon mitten im Prozess und kommen da auch gut voran. Okay, es hat also nicht so abgesprochen, dass das jeder erstmal so macht. Dann ist das so eine SPD-Idee, das erstmal so zu machen. Und Sie haben mehr oder weniger Freifahrtschein. Frau Kappert-Gonter vielleicht auch, weiß ich so genau, ne? Die spricht halt ab mit irgendwelchen Leuten, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, so wird jetzt unsere Position bestimmt. Das Cannabiskontrollgesetz der Grünen, ist das eine gute Grundlage für die Debatte? Brauchen wir überhaupt diese steuernde Stelle, die für den Entwurf ganz von vorne anfängt? Oder kann man auch sagen, wir nehmen das grüne Cannabiskontrollgesetz und machen da ein bisschen 10 FDP-Punkte rein? Also das Cannabis-Kontrollgesetz habe ich mir natürlich auch genau angeschaut. Da stecken manche Dinge drin, die man sicherlich aufnehmen kann, aber es ist jetzt nun auch schon ein paar Jährchen alt. Und einige Dinge muss man auch neu besprechen, neu anschauen. Und da finden wir dann in den Austauschrunden mit den sucht- und drogenpolitischen Sprecherinnen und Sprechern schon auch zusammen und gehen ins Gespräch. Ja. Die FDP hat ja abgelehnt damals das Cannabis-Kontrollgesetz und gesagt, ist überreguliert. Ne? Das ist ja auch so Grünen-Bashing, die wollen alles überregulieren und sind die Verbotspartei und so weiter. Inhaltlich war ja aber dann erstmal nichts dahinter. Dann kam aber später doch der FDP-Antrag noch, wo sie gesagt haben, okay, dann bringen wir halt jetzt auch unseren eigenen Senf dazu bei, ne? Und sagen, aus den und den Gründen, das fehlt uns noch. Kennen Sie sicherlich den Antrag, auch wenn Sie selber nicht dafür verantwortlich waren. Da waren dann so Dinge drin, wie gentechnisch verändertes Cannabis soll dann mit noch rein. Was war noch? Also soll Pestizidgrenzwerte geben zum Beispiel, was im grünen CanKG nicht erwähnt war. 10 Punkte vielleicht in der Art. Ist das ungefähr die Detailtiefe, mit der Sie rechnen, was die FDP einbringen wird in die ganze Sache? Oder wird das so tiefgehend sein wie Cannabiskontrollgesetz mit 60 Seiten, 1000 verschiedene Details, die irgendwie... wo man eine Meinung hat als Fraktion? Oder reicht es Ihnen zu sagen, okay, nee, uns geht nur ein paar Schwerpunkte, ansonsten naja, einfach mal so. Also ein Gesetzgebungsprozess und gerade einer, der so viele Themenbereiche schneidet, ist ja wirklich sehr komplex. Das heißt, wir müssen an der einen oder anderen Stelle schon auch wirklich Detailarbeit leisten. Einfach nur so grobe Rahmenbedingungen abzustecken, wird bei dem Thema, meine ich, nicht reichen, weil einfach viel zu viele unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden müssen. Und natürlich, wir immer daran denken müssen, dass wir diesen Paradigmenwechsel betreiben. Und den müssen wir ja auch gut verargumentieren. Und es geht dann besonders gut, wenn wir auch stichhaltige Argumente haben, eine gute Datenbasis haben, mit der wir arbeiten können, dass man die Dinge, die man entscheidet, auch gut erklären kann. Deswegen würden wir schon ins Detail gehen müssen. Aber wir sind natürlich auch die Partei der Entbürokratisierung. Das ist ja ein klassisch liberales Thema. Deswegen muss man dann gucken, wie es bei bestimmten Berichtspflichten oder Kennzeichnungspflichten, wie es dann im Detail ausschaut. Aber das sind alles Dinge, die wir im Laufe des Gesetzgebungsprozesses dann aushandeln werden. Noch ein paar Fragen in die Richtung stelle ich nachher noch. Naja, Sie haben ja auch ein paar Sachen, haben Sie ja schon vorgegeben. Ja. Apotheken, das war ja im Prinzip der wichtigste Punkt vielleicht überhaupt, den die FDP ja auch schon in den Koalitionsverhandlungen eingebracht hat, nehme ich an. Weil eben da steht, man soll Cannabis verkaufen in lizenzierten Geschäften. Sie haben letzte Woche mal ein Posting losgelassen, da komme ich gleich auch nochmal drauf, wo Sie von lizenzierten Fachgeschäften gesprochen haben. Ich glaube aber, dass die FDP in den Verhandlungen dieses Fach
explizit herausverhandelt hat, damit eben nicht nur spezialisierte Cannabisgeschäfte, Fachgeschäfte entstehen, sondern auch andere wie Apotheken die Möglichkeit haben, eine Lizenz zu bekommen. Ich bin kein Fan von der ganzen Apothekenlösung, ja, um das mal klar zu sagen. Aber vielleicht können Sie nochmal argumentieren, um zumindest ein paar Zuschauer zu überzeugen, weil ich muss auch natürlich zugeben, auch in der Szene, in der Community gibt es da unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt durchaus Leute, die sagen, Versorgung ländlicher Raum, ja, muss sein, geht viel schneller mit den Apotheken, ist ein eingespieltes System, lieber so schnell wie möglich, sollen die Apotheken halt machen, zumindest auch machen dürfen. Was ist Ihr Argument, warum wollen Sie jetzt unbedingt die Apotheken da im Spiel haben? Warum ist das so wichtig? Also in erster Linie geht es mir darum, erstmal festzulegen, wie so eine Lizenz überhaupt ausschauen soll, welche, sag ich mal, Grundlagen für den Erwerb einer Lizenz es geben muss. Das müssen wir erstmal festziehen und dann habe ich natürlich eine klassische liberale Herangehensweise, dass ich sage, das sind auf der einen Seite die Fachgeschäfte oder die spezialisierten Geschäfte und auf der anderen Seite können das auch Apotheken sein, gerade weil ich auch an den ländlichen Raum denke. Und mir ist vor allem wichtig, dass wenn wir dann soweit sind, dass das heißt, jetzt geht's los, jetzt kann man Cannabis legal erwerben, dann müssen wir wirklich auch in der Fläche Angebote haben in ausreichender Menge. Und da kann oder sehe ich die Apotheken schon als einen Baustein, aber ganz klare Aussage, auch ein Kann, aber kein Muss, weil auch bei den Apotheken, bei den Apothekerinnen gibt es da unterschiedliche Meinungen. Wenn ein Apotheker sagt, ja, da möchte ich einsteigen, das kann ich gut verargumentieren, das ist mir wichtig, mich da einzubringen, dann sehe ich da keine Hindernisse. Genauso bin ich aber auch zufrieden damit, wenn eine Apothekerin, ein Apotheker sagt, nein, das passt nicht zu meinem Beruf, setze ich den Schwerpunkt anders. Also als Kann, aber kein Muss, mit dem Ziel, wirklich die flächendeckende Versorgung dann sicherzustellen, wenn es soweit ist und wir sagen, jetzt geht's los. Muss ja auch schon auch witzig irgendwie zu sagen, du musst jetzt anfangen, Gras zu verkaufen. Das passt ja auch gar nicht zu mir als Liberale. Stimmt, ja. Aber wer kann denn noch alles? Wie sieht es denn aus mit Tabakgeschäften? Die machen das, glaube ich, auch gerne. Die verkaufen ja schon eine rauchbare Droge und sagen, warum soll man nicht auch Cannabis verkaufen? Wäre das nicht liberal zu sagen, ja, sollen sie machen? Das ist was wir im Rahmen der Verhandlungen über die Lizenzen an sich, wie die ausschauen, wer die erwerben kann, dann klären müssen. Da müssen wir gucken, wie wir uns zusammenfinden. Das ist ein Detail, das wir tatsächlich noch aushandeln werden. Also offen für alle möglichen Konzepte. Wie sieht es denn aus mit Jugendlichen? Das stört Sie dann nicht, wenn Jugendliche da rein dürfen in diese Also der Jugendschutz ist eins der zentralen Punkte. Ne? Das ist ja auch, da sind wir uns alle sehr einig, also sowohl die Kollegen von der SPD als auch von den Grünen als auch ich. Jugendschutz ist ein wichtiges Thema bei der Cannabis-Legalisierung und das muss immer sichergestellt werden, dass da wirklich dann das Cannabis auch nicht an Jugendliche abgegeben wird. Egal in welchem Geschäft dann im Endeffekt die legale Abgabe erfolgt. Das ist mir schon sehr wichtig. Aber wäre das dann nicht irgendwie folgerichtig zu sagen, wir machen da Geschäfte, wo Jugendliche nicht rein dürfen, wo Cannabis verkauft wird? Auch, aber es wird ja zum Beispiel auch in Supermärkten Alkohol verkauft. Also nicht, dass jetzt hier der falsche Eindruck entsteht, ich will natürlich nicht Cannabis in Supermärkten verkaufen, aber da findet ja auch eine Alterskontrolle statt. Na, und ähnlich kann der Prozess auch bei Fachgeschäften dann aussehen, dass es wirklich auch um die Alterskontrolle geht. Aber finde ich erstaunlich liberal ja tatsächlich an dem Punkt zu sagen, ja, ist eine Wurscht, ob da jetzt Kinder dabei sind oder in der Apotheke sich dann das Beratungsgespräch anhören, welche Sorte wie ballert oder irgendwie eher anregt oder eher müde macht oder so, ne? Oder welche psychedelisch am interessantesten ist. Ja, ich bin auch gespannt, wie Apotheker das dann irgendwie geregelt kriegen, so ein Verkaufsgespräch. Aber wenn Kinder und Jugendliche da hinter einer Reihe stehen und Hustenbonbons kaufen wollen, dann... Naja, wir klären ja im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auch noch, was die Voraussetzungen sind. Auch räumliche Voraussetzungen spielen dann natürlich mit rein. Und ob es dann wirklich zu so einer Situation kommt, dass der Apotheker vorne die Wirkweise erklärt und wie Sie sagen, die verschiedenen Wirkungen von unterschiedlichen Sorten und das dann wirklich vor den Augen von Kindern oder Jugendlichen stattfindet, das stelle ich an der Stelle mal in Frage. Also wir würden halt einfach gucken müssen, was die Voraussetzungen sind, unter welchen man diese Lizenz erwerben kann. Und darauf kommt es im Endeffekt an. So ein Extraraum, das war auch mal im Gespräch, das Apotheke beispielsweise, dann eben nebenbei so einen Raum beispielsweise wäre das eine Lösung. Damit könnte ich persönlich auch leben. Ne? Aber wie gesagt, ich will auch hier nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie so die ganze Community gegen Apotheken kämpfen oder was. Ne? Ich finde nur den Gedanken mit Jugendlichen dabei irgendwie relativ abwegig. Und unser Vorschlag wäre ja für die Versorgung im ländlichen Raum, wo nicht so dicht an dicht irgendwie die Fachgeschäfte dann sind,
Onlinehandel auch zuzulassen. Mhm. Sind Sie da auch im Boot? Ja, auch da habe ich den liberalen Ansatz. Also Onlinehandel kann ich mir auch vorstellen. Da kann man dann auch noch mal ausdiskutieren, was da die Voraussetzungen sind. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich bin auch sicher, dass wir da Lösungen finden und technische Möglichkeiten einsetzen können, um auch hier den Jugendschutz dauerhaft zu gewährleisten. Mhm. Was sagen die anderen Fraktionen dazu? Da müssen Sie die anderen Fraktionen fragen. Haben Sie darüber schon gesprochen mit den anderen Fraktionen? Wir sprechen über viele verschiedene Themen und haben aber tatsächlich auch noch einige Details auszuhandeln. Ist das jetzt weitergegangen mit den Gesprächen mit den anderen? Also manchmal vom ersten Treffen, da hat man ja gehört, ne? Wir haben uns jetzt mal getroffen irgendwie, Kaffee getrunken, kennengelernt und so. Gibt es hier mittlerweile eine Regelmäßigkeit, dass man sagt, wir treffen uns alle 2 Wochen, um das Ganze irgendwie voranzutreiben oder jede Woche oder irgendwas? Oder? Wir sind regelmäßig im Austausch, ja. Mhm. Sie hatten ja dieses Posting losgelassen, da dachte ich schon irgendwie, das ist, das lässt doch tiefer blicken, als manche dachten, irgendwie von wegen es ja so nichts sagen. Sie haben ja jetzt so den Weed-Tweet der Woche oder so ähnlich. Den, ne? Weekly Weed-Tweet. Genau, ja, weil sie merken, da ist ganz viel Interesse da, die Leute wollen was hören aus dem Prozess, wie es vorwärts geht. Mhm. Aber Sie haben ja jetzt inhaltlich da wenig geschrieben im Sinne von, die neueste Info der Woche ist jetzt dies und jenes. Ne? Es geht jetzt da und damit weiter oder unsere Meinung ist jetzt die und die, sondern im Wesentlichen sind ja dann immer, ja, das kommt schon mit der Legalisierung. Da sind die Leute ungeduldig. Gibt es da nicht mehr irgendwie, was sie veröffentlichen dürften irgendwie, was dann weniger Schimpferei sozusagen mit sich bringen würde? Also ich sag mal, es ist nicht immer einfach, einen hochkomplexen Prozess wie die Cannabis-Legalisierung in ein paar Zeichen in einem Tweet unterzubringen. Deswegen sind jetzt solche Tweets, wie wir sie machen, nicht immer sehr detailversessen, weil es natürlich viel Erklärungsbedarf auch gibt. Aber wir arbeiten natürlich an den Details, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe. Manche Themen muss man wirklich im Detail bearbeiten. Manche Themen würden auch von anderen Bereichen dann vorbereitet werden müssen, einfach weil wir bestimmte Fachpolitiker haben, die auch ein entsprechendes Erfahrungswissen oder Wissen in anderen Bereichen auch mitbringen. Das muss ich doch mal fragen. Ich dachte, ich mache ihn nicht, aber nervt Sie das, wie die Community dann da reagiert teilweise, wenn da unter so einem Posting dann jede Menge kritische Kommentare stehen von wegen, ja, was ist denn jetzt hier los, wann geht das jetzt vorwärts und so weiter, wo ist der Plan? Also ich sage jetzt mal, ich als Liberale finde es eigentlich immer gut, wenn sich Bürgerinnen und Bürger für ein Thema einsetzen und auch ihre Interessen vertreten. Das gehört für mich zur Demokratie dazu. Aber ich habe neben der Cannabis-Legalisierung, die ich natürlich auch mit Leidenschaft betreibe, auch andere Themen, zum Beispiel die psychische Gesundheit. Und da ist es dann manchmal schon ein bisschen irritierend, wenn man dazu was sagt oder dazu einen Post macht und dann landet da x-mal drunter, wann ist es denn jetzt endlich soweit, wann bubert's legal. Das ist natürlich schon auch schwierig für das Klientel der anderen Bereiche, die man mit abdeckt, weil die haben natürlich genauso ihre Berechtigung und auch ihr Bedürfnis nach Information und Wissen, das ich auch stillen möchte oder abdecken möchte. Und da kann es manchmal schon ein bisschen, sag ich mal, irritierend sein. Aber generell finde ich es gut und es zeigt ja auch, dass es einfach ein Thema ist, was Relevanz hat in der Gesellschaft, ne, und von vielen auch mitgetragen wird. Ich habe jetzt das Posting wiedergefunden. Ich hatte das eigentlich schon vorbereitet, aber habe dann irgendwie wieder verklickt. Ich finde ja, Sie haben da einiges gesagt, vielleicht ein bisschen verklausuliert letzte Woche, wo die alle wieder gesagt haben, ja, das ist ja nur das übliche Blabla, da ist ja überhaupt wieder nichts Neues. Punkt 1, kontrollierte Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften. Da habe ich gewundert, dass das Fachgeschäft jetzt wieder drin ist, nachdem das die FDP scheinbar aus dem Koalitionsvertrag rausgebracht hat und gleichzeitig sie dann eben für Apotheken plädieren. Aber dann kommt koordinierte Legalisierung und Entkriminalisierung. Koordiniert, das würde ich jetzt mal interpretieren und verstehen als eine Absage an eine vorgezogene Entkriminalisierung. Also koordiniert heißt in erster Linie, dass wir wirklich den Abstimmungsprozess zwischen den verschiedenen Ressorts wirklich gut gestalten müssen, weil natürlich viele Schnittstellen dabei sind. Aber ja, Sie haben recht. Für mich persönlich ist die Entkriminalisierung immer auch an die Legalisierung gekoppelt, weil ich schon der Meinung bin, dass wenn wir das eine vorziehen und zeitlich abkoppeln, dass wir dann
tatsächlich einen Anstieg des Einkaufs auf dem Schwarzmarkt haben. Und das ist ja neben dem Jugendschutz und der verstärkten Prävention eins unserer zentralen Ziele, zu sagen, hier den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Da geht es mir nämlich auch um den Gesundheitsschutz der Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben ja oft das Thema, das wissen Sie wahrscheinlich auch besser als ich, dass manche Dinge, die man da kaufen kann, natürlich nicht in Reinform vorkommen oder nicht in Reinform verkauft und sondern gestreckt sind oder mit irgendwelchen synthetischen Cannabinoiden versetzt sind und dann wir wirklich eine gefährliche Situation haben. Und das ist natürlich auch zu vermeiden. Und deswegen, ja, meine klare Aussage, Entkriminalisierung muss kommen, aber eingebettet in den Gesamtkomplex und dann, wenn wir legalisieren oder kurz vorher. Warum nehmen Sie denn an, dass der Konsum steigt, wenn man ihn nicht mehr bestraft sozusagen, ja, wenn man die Konsumenten nicht mehr mit Strafrecht verfolgt? Also meiner Meinung nach, soweit ich das sehe und Studien lese, wird der Effekt nicht eintreten. Ja? Sind Sie da, also woher kommt die Idee oder die Information, sage ich mal, dass dann irgendwie der Konsum steigt? Weil darauf basiert ja die Argumentation. Wenn der Konsum gleich bleiben würde, gäbe es keinen Grund zu sagen, wir verfolgen die Leute weiter. Also ich sage jetzt mal so, ne? Ich glaube, es gibt durchaus auch noch Menschen, die zum aktuellen Zeitpunkt, wo es noch verboten ist, tatsächlich nicht auf dem Schwarzmarkt einkaufen. Und der eine oder andere wird vielleicht, wenn wir vorher entkriminalisieren, dann aber sagen, ach, das probiere ich doch jetzt mal aus. Und dann haben wir auch die Situation, dass wir wieder mitten im Prozess stecken bleiben und dann wir tatsächlich wahrscheinlich gesundheitsgefährdende Situationen haben. Und das ist dann wieder Wasser auf die Mühlen der Kritiker und Skeptiker. Und deswegen müssen wir diesen Gesamtprozess voranbringen, weil das Ziel ist ja im Endeffekt die Legalisierung, dass wir wirklich eine legale Abgabe von Cannabis haben. Das ist das Endziel und da gehört dann die Entkriminalisierung auch mit in den Gesamtkomplex rein. Jetzt mal angenommen, das Endziel wird aus irgendwelchen Gründen nicht erreicht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die dazu führen könnten. Ja, zum Beispiel die Ampel schafft es gar nicht irgendwie die 4 Jahre lang, sondern fällt nächsten Monat auseinander wegen was weiß ich, nächste Corona-Welle oder was. Oder der Bundesrat spielt nicht mit, weil die CDU da dominiert. Und am Ende der Legislatur ist nichts passiert in Sachen Cannabis. Das ist ja denkbar, dass eben die Legalisierung nicht durchzusetzen ist aus diversen Gründen. Und dann eben auch keine Entkriminalisierung stattgefunden hat. Finden Sie das dann besser, die Situation, dass sie so bleibt, wie sie ist, als wenn die Konsumenten entkriminalisiert wären? Also ich bin ja wirklich mit Leib und Seele Liberale und da ist mir natürlich auch ein optimistisches Weltbild zu eigen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass wenn wir diesen Prozess wirklich klug durchdenken, koordiniert angehen und dann konsequent umsetzen, dass wir dann auch mit dem Bundesrat kein Problem haben werden. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir wirklich alle Details im Vorfeld klären und hier wirklich an die diversen Schnittstellen gehen und wirklich gut vorbereitet sind. Und außerdem, wer weiß, wann dann die Abstimmung tatsächlich stattfinden wird. Es sind jetzt auch noch einige Landtagswahlen und da habe ich keine Glaskugel, wie die Wahlen ausgehen werden. Aber vielleicht ändert sich es ja auch zum Positiven. Von daher bin ich schon zuversichtlich, was das angeht. Habe ich da jetzt rausgehört, selbst wenn sich die Mehrheit nicht ändert und die CDU die Blockademehrheit verliert, dass sie trotzdem denken, man hat mit den richtigen Kanälen und Verhandlungswegen und so weiter irgendwie geregelt kriegt? Also ich denke, es ist wichtig, den Prozess wirklich klug zu durchdenken und wirklich koordiniert anzugehen und dann, damit wir wirklich in die konsequente Umsetzung gehen. Und da zaubert dann die CDU-Leute da irgendwie weg aus dem Bundesrat oder wie soll das funktionieren? Also eine Glaskugel habe ich nicht und zaubern kann ich leider auch nicht, aber wir gehen das Thema natürlich mit Ernsthaftigkeit an. Und deswegen dauert es eben auch ein bisschen, ne, bis man wirklich alle Eventualitäten nochmal geklärt hat. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und würden da einfach jetzt auch weitermachen. Ja, ich frag mich gerade konkret, wie das laufen soll. Wenn dann Legalisierung im Bundesrat ankommt, die CDU-Mehrheit steht, die werden nicht alle durch die Landtagswahlen jetzt weginstalliert da, die Landesregierung mit CDU-Beteiligung. Alle CDU-Regierungen, Landesregierungen sind gegen Legalisierung. Üblicherweise enthalten sich die Länder dann und reicht nicht. Ich verstehe das nicht, wie Sie sich das vorstellen. Wenn man nicht diese Mehrheit knackt, warum die dann zustimmen sollten? Warum sollten sie das tun? Da müssen Sie natürlich mit den Unionspolitikern sprechen, warum die zu so einem Gesetz zustimmen würden oder nicht. Aber es zeigt natürlich wieder, wie wichtig es ist, dass wir den Prozess wirklich gut durchdenken. Ich komme nochmal zurück zu dieser Entkriminalisierung, schnelle Entkriminalisierung und
liberales Gedankengut, ja, ist das nicht auch in der Hinsicht ein Widerspruch? Also mal jetzt nochmal das Szenario, entweder schafft man nicht mit der Legalisierung oder auch dieser zeitliche Abstand, der dazwischen liegt. Ja, mal angenommen, das dauert jetzt noch 2 Jahre, bis das Gesetz verabschiedet ist, was wahrscheinlich optimistisch gedacht ist. Und in den 2 Jahren werden noch zweimal 180.000 Strafverfahren gegen einfache Konsumenten eröffnet. Also vielleicht wird auch nur ein Teil davon erfasst, weil manche haben vielleicht zu viel, auch wenn sie nicht gehandelt haben, ja, als Eigenverbrauchsmenge oder so. Aber sagen wir mal, 100.000 Verfahren im Jahr könnte man jetzt abräumen. Wenn man jetzt schnell sagen würde, okay, erstmal der Besitz von so und so viel Gramm ist legal. 200.000 Strafverfahren gegen einfache Konsumenten. Jetzt mal Gesundheitsschutz, das eine, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass der Konsum steigt und dann Leute zusätzlich gesundheitsgefährdet sind durch die Schwarzmarktbedingungen. Okay, das kann ich Ihnen jetzt hier noch nicht ausreden. Ja, ich versuche später mal mit Statistiken und so. Aber das ist ja nicht nur der gesundheitspolitische Blick, dass man sagt, okay, wir gefährden da ein paar Leute, weil da Dreck auf dem Schwarzmarkt unterwegs ist, sondern das ist ja auch eine demokratietechnische Frage, eine verfassungsrechtliche Frage, wo wir auch der Meinung sind, das ganze Verbot ist verfassungswidrig, weil eben gar nicht geeignet, nicht erforderlich, nicht verhältnismäßig. Und vor liberalem Gedankengut, verfassungsmäßig hin oder her, ist es nicht so, dass man das nicht bestrafen darf einfach, wenn Leute sich für Hanf entscheiden, wenn man jetzt schon sagt, das ist nicht moralisch verwerflich oder so, das soll eh legalisiert werden. Kann man das überhaupt bringen als Liberale? Also ich habe natürlich vollstes Verständnis für das, was die Betroffenen da erleben müssen. Zum Teil sind es ja wirklich sehr schwierige Folgen, aber ich bin in erster Linie Gesundheitspolitikerin. Deswegen, mir geht es um Gesundheitsschutz, mir geht es um Jugendschutz und diese juristischen Feinheiten, das ist was, was der Bundesjustizminister bewerten muss und klären muss, inwiefern das verfassungsrechtlich schwierig ist oder nicht. Das wäre eins der Schnittstellen, die wir jetzt im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens dann auch wirklich angehen und noch klären müssen. Ja, kann ja auch sein, dass das Verfassungsgericht selber da reingrätscht. Die haben ja auch das Thema da liegen. Sie haben noch einen dritten Teil gepostet da letzte Woche und geschrieben, konsequente Bekämpfung des Schwarzmarktes. Ja. Da lese ich wiederum raus, kein Eigenanbau. Richtig? Da lesen Sie falsch. Wir sind ja eine liberale Partei und das heißt natürlich auch, wir Liberalen trauen den Menschen auch was zu. Und ich traue mündigen Konsumentinnen und Konsumenten schon durchaus auch zu, dass sie gut für sich selber sorgen können. Und ich persönlich sage ja, ich spreche mich auch für den Eigenanbau aus. Das ist ein Thema, das gehört für mich mit Eigenverantwortung zusammen. Also klassisch liberales Thema auch, wie das dann im Detail ausschaut, ob man eine Grenze macht bei einer bestimmten Menge von Pflanzen oder Quadratmeterzahl, das ist auch was wir dann im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens noch genauer definieren müssen. Aber doch, Eigenanbau gehört für mich auch dazu. Das ist eine super Information, da haben wir doch den Punkt erwischt sozusagen, was neu ist wirklich, weil ich so noch nicht gehört habe, so klar. FDP-Fraktion, kann ich dazu sagen, FDP-Fraktion für Eigenanbau oder ist das jetzt erstmal nur eine sehr individuell persönliche Meinung? Ich würde sagen, wir sagen, die Sucht- und Drogenpolitische Sprecherin spricht sich für den Eigenanbau aus. Das wäre der korrekte Weg. Okay, also das klingt für mich einigermaßen offiziell. Sie dürfen dazu sagen, nicht nur für sich als private persönliche Meinung. Super, dann haben wir doch gute Chancen, hatte ich gar nicht gedacht. Ja? Ich dachte, das ist eine sehr wackelige Angelegenheit mit dem Eigenanbau. Ja, nur die Grünen dafür eigentlich, auch im Wahlprogramm gewesen vorher ja. FDP war ja immer skeptisch so ein bisschen, aber da scheint es ja dann noch mal ein bisschen vorwärts zu gehen irgendwie an der Schraube. Und die SPD? Na, dürfen Sie wieder nicht sagen, ne? Wie die sich da müssen super Sie halten. Mit der SPD sprechen. Man soll sich schließlich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Ja gut, ne? Okay. Wobei da habe ich einen ähnlichen Eindruck, ne, dass das nicht so klar ist, dass die alle dagegen sind oder so. Also tatsächlich, vielleicht geht ja was an der Stelle. Was haben Sie denn dann gemeint mit konsequente Bekämpfung des Schwarzmarkts? Einfach überwachen den Rest, der noch da ist sozusagen. Und klar, muss man kontrollieren, ob einer da irgendwie steuerfrei vertickt oder so. Zum einen das und zum anderen geht es wirklich auch darum, das flächendeckende Angebot zu schaffen, ausreichende Auswahl zu schaffen, wirklich die Menge auch da zu haben, weil es nützt ja niemandem was, wenn wir sagen, jetzt kann Cannabis legal erworben werden und dann haben wir nicht ausreichend da. Na, das ist ja in anderen Staaten auch immer wieder das Thema gewesen. Also auch deswegen dauert es einfach noch ein bisschen, dass wir wirklich dann auch den Bedarf auch stillen können, wenn es soweit ist. Ja, Steuersatz ist ja auch eine entscheidende Frage da an dem Punkt, ne? Also, was schätzen Sie denn, wie schnell man drauf gucken muss, wenn man legalisiert hat und gesagt hat, mit dem und dem Steuersatz, wir haben jetzt ungefähr Schwarzmarktniveau
um den Schwarzmarkt auch ernsthaft zu bekämpfen. Der Schwarzmarkt wird reagieren, wahrscheinlich wird noch mal ein bisschen nach unten gehen. Das sehen wir in Nordamerika auch. Da müsste man ja auch mit dem Steuersatz noch mal ein bisschen runtergehen, ne? Und da erstmal in die Konkurrenz reingehen. Dann kann man später immer noch gucken, wenn man den Schwarzmarkt weitgehend verdrängt hat. Wie schnell muss man das machen, was meinen Sie? Also wir haben ja im Koalitionsvertrag nicht nur drinstehen, dass wir Cannabis legalisieren wollen, sondern dass wir den Prozess dann auch evaluieren wollen. Und ich denke, dass wir im Rahmen einer Evaluation da vielleicht nochmal das eine oder andere nochmal genauer in den Blick nehmen kann. Und vielleicht ist das dann auch das Steuerthema. Also 4 Jahre, denken Sie, kann man das erstmal so laufen lassen, wie es eingestielt wird? Ich möchte da jetzt keine genauen Jahreszahlen oder Abstände nennen, aber ich denke, auch das würden wir im Verlauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens nochmal genauer überlegen, was in diese Evaluation, in diesen Zeitraum dann rein muss und in welchen Schritten man vielleicht auch vorher schon bestimmte Daten erfasst. Zum Gesetzgebungsprozess nochmal kurz. Wie wird das Ihrer Vorstellung nach ablaufen mit der Beratung? Wird es dann ein festes Gremium geben, was die ganze Sache begleiten soll? Oder einzelne Anhörungen mit Sachverständigen zu allen möglichen Detailthemen? Wie stellen Sie sich das vor? Naja, also ein Gesetzgebungsprozess läuft ja immer ähnlich ab. Das heißt, man hat einen Referentenentwurf oder einen Gesetzesentwurf. Wenn es aus dem Parlament kommt, dann geht es in die erste Lesung. Und dann gibt es ja wie immer auch die regelhaften Anhörungen mit verschiedenen Fachgremien oder Einzelsachverständigen und Experten. Und ich denke, dass wir zunächst einmal diesen Weg wählen werden. Alles Weitere müssen wir dann auch nochmal genauer betrachten und nochmal genauer besprechen. Anhörungen, okay. Ja. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Führerschein? Bei dem ganzen anderen Kram können Sie jetzt sagen, okay, Lauterbach muss jetzt da mal irgendwie loslegen. Ne? Wird Zeit, dass da jemand den Entwurf irgendwie bearbeitet und so. Beim Verkehr sieht es ja umgekehrt aus. Da sind Sie ja im Prinzip am Ruder mit dem Verkehrsminister. Das ist auch ein Thema, was jetzt nicht unbedingt ins Gesamtpaket rein muss. Ja? Ich meine, bei Entkriminalisierung sagen Sie, okay, das muss da mit rein in die Legalisierungssache. Aber Führerschein ja nicht, das hat ja nicht direkt was damit zu tun. Könnte man einzeln machen, sollte man einzeln machen, denke ich. Und Sie haben da Zugriff drauf sozusagen und können da jetzt im Prinzip mal vorwärts machen. Wie sieht es damit aus? Also ich denke, also ich sehe das auch als ein wichtiges Thema, ne, weil da hängt für die Betroffenen ja auch viel dran, wenn der Führerschein weg ist. Ich glaube, dass wir zuerst mal festlegen müssen, welche Grenzwerte wir einführen. Ne? Ähnlich wie beim Alkohol, weil ich denke, da sind wir uns auch einig, das Führen eines Fahrzeuges oder Fahren im akuten Rauschzustand, das ist ja das, was wir nicht wollen. Allerdings ist es für mich nicht entscheidend, ob einer vor 3 Monaten oder vor 3 Tagen oder vor 3 Wochen einen Joint genossen hat. Das hat ja für das aktuelle Fahren dann in dem Fall keine Relevanz. Aber hier müssen wir auch festlegen, wie kann das denn auch minimalinvasiv denn dann gemessen werden? Was für Grenzwerte gilt es? Ganz einfach ist es ja nicht, das wissen Sie genauso wie ich. Und dann gehört das für mich schon auch wieder eingebettet in die Gesamtthematik. Ja, also da sind wir uns grundsätzlich einig. Ne? Das ist halt eine sehr allgemeine Aussage im Sinne von, da muss man ran, da muss was passieren, die aktuelle Regelung ist nicht gerecht. Ja, aber Sie sind da als Gesamt-FDP-Fraktion mit Ministerium irgendwie FDP-Ampelteil, ist das Ihre Baustelle. Ist der Herr Wissmann da dran? Der Herr Wissing. Ich habe kurz überlegt, wer ist der Herr Wissmann? Ja, der Herr Wissing. Naja, die Koordinationsaufgabe, die liegt ja auf meinem Tisch. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin natürlich mit den verschiedenen anderen Ressorts im Austausch. Und auch das Führerschein-Thema wird natürlich auch mit betrachtet und mit besprochen. Ja, dann haben sie ein Ohr gefunden da im Verkehrsministerium. Es ist nicht so, dass die da alle sagen, so wie Lauterbach, ja, nee, das ist Vorhabenplanung 2073. Also wir haben das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm. Schön. Dann habe ich jetzt noch eine Frage, die ein bisschen weggeht davon, die ich den Vorgängern hier im Interview nicht gestellt habe, nämlich Drug-Checking. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag drin. Ja. Eigentlich nochmal die gleiche Frage. Ja? Wie sieht denn damit aus? Wird das schon angegangen? Wird das diskutiert, wie das jetzt funktionieren soll? Arbeitet irgendwer am Gesetzentwurf? Auch da sind wir im Austausch, also die Kolleginnen der Koalitionsfraktionen, wir sind uns da glücklicherweise auch relativ einig. Ne? Deswegen hat es ja auch Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden, dass Drug-Checking eben eins der Themen ist, das wir auch im Rahmen der Legislatur oder im Zeitrahmen dieser Legislatur angehen wollen. Und auch da laufen die Vorgespräche. Was meinen Sie denn, was jetzt die nächste Nachricht ist, wo die Community irgendwann mal sagen könnte, okay, jetzt passiert was, jetzt ist es nicht nur irgendwie Absichtserklärung oder so.
oder irgendwie eine nächste Information, was jetzt der nächste Schritt ist, wo irgendwas vorwärts geht, was mehr ist als Ankündigungs-. Also ich weiß, dass die Community ja wirklich lang schon darauf wartet, dass es endlich vorangeht. Aber jetzt muss man auch mal konstatieren, dass es wirklich auch Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat und dass es da schwarz auf weiß drinsteht und wir deswegen auch verpflichtet sind, hier voranzugehen. Und das ist für mich auch schon ein Riesenpunkt, der diesen Paradigmenwechsel einleitet. Und das ist eben sehr komplex und muss gut begleitet werden. Und ich denke, darauf sollten wir uns konzentrieren und jetzt einfach noch ein klein wenig Geduld haben und auch Vertrauen in die agierenden Personen, dass wir das Thema wirklich mit Ernsthaftigkeit voranbringen möchten. Ja, ich meine jetzt so ein Punkt, der irgendwie sichtbar ist. Ja, wie Sie sagen, der erste Entwurf, Gesetzentwurf soll Ende des Jahres da sein. Das ist ja auf jeden Fall ein Punkt, das wo man sagen kann, okay, klar, das ist auf jeden Fall ein Schritt vorwärts. Da kann man irgendwas sehen, ja, was da passiert ist, was erarbeitet worden ist. Aber vorher, meinen Sie, passiert da nichts, wo man irgendwie was sieht? Also ich würde mir tatsächlich diesen allerersten Entwurf zum Ende des Jahres wünschen. Das wäre ein Meilenstein, der für mich persönlich wichtig wäre. Austreten aus den internationalen Verträgen, das wäre noch so ein Ding, wo man sagt, wo man zeigen könnte, okay, da geht was vorwärts. Haben Sie sich da mal mit befasst? Gibt es da eine FDP-Position zu, ob man jetzt die Kündigung der Verträge jetzt schon mal macht? Juni ist ja zum Beispiel, wo auch so eine Deadline sozusagen, damit das irgendwie innerhalb von einem Jahr gültig ist? Ja, das ist natürlich eins der Themen, ne, über die wir nachdenken und über die wir natürlich auch sprechen. Aber da ist es wieder so, ich bin die Gesundheitspolitikerin in dem Bereich und das ist eine Bewertung, die dann im Justizministerium getroffen werden muss, ob das möglich ist, unter welchen Voraussetzungen und wie wir das handhaben wollen oder ob wir das so handhaben wollen. Das liegt dann tatsächlich beim Justizministerium. Was ein FDP-Minister ist, gut, hat er noch keine Ansage gemacht, ob das jetzt hopp oder top oder was da jetzt passieren soll. Ich wäre dann durch. Im Prinzip mit meiner Liste hier, was ich Sie alles fragen wollte und würde jetzt nochmal sagen, haben Sie noch was, was Sie der Community mitgeben wollen? Irgendeine letzte Ansage, bevor wir jetzt hier alles wieder abräumen? Technik wieder einpacken. Ja, also ich freue mich natürlich, dass wir heute dieses Gespräch führen durften, dass wir ein bisschen genauer in das Thema reinschauen konnten. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns als Koalitionspartnern jetzt wirklich auch Vertrauen entgegenbringt, dass wir das Thema ernsthaft und auch wirklich mit Leidenschaft voranbringen. Denn wir wollen die Legalisierung am Ende haben und es ist ein hochkomplexer Prozess. Wir haben heute jetzt viele einzelne Themen gestreift. Wir hatten Verbraucherschutz dabei, wir hatten Gesundheitsschutz dabei, wir hatten die rechtlichen Themen angesprochen und das ist ja alles nur sind ja alles Teilaspekte des Großen und Ganzen. Und um diesen Prozess wirklich gut zu steuern, braucht es natürlich Zeit. Und ich weiß, dass die Geduld ja übermäßig strapaziert ist, aber wir sind wirklich dran. Der Paradigmenwechsel ist eingeleitet und den setzen wir jetzt Schritt für Schritt um. Und da freue ich mich über weitere, auch positive Begleitung in den sozialen Medien oder auch generell im Austausch miteinander. Vielen Dank. Dann war es das für heute. Wir sehen uns wieder und euch da draußen auch noch einen schönen Tag, geruhsamen Abend und so. Wisst ihr Bescheid, bis zum nächsten Mal.